Hi. Ich habe mal wieder einiges gemacht. Zuerst habe ich hier halt wirklich viel mittlerweile geschmolzen. Wir haben einen super Eisenvorrat und so. Und es wird immer wieder Neues produziert. Dann habe ich hin und wieder da Tiere gekillt. Zauberstäbe sind alle voll. Die Prinzessin bei den Bienen tue ich immer wieder neu rein. Moment, ich muss kurz alles herausfinden, was ich jetzt so großartig gemacht habe. Ich möchte es ja mal kurz zeigen. Ich habe mir hier ganz viele Samen immer wieder erzüchtet und hier drin dann zu Topiary Grass zusammengelegt. Weil Topiary Grass kann, wenn man es siftet, Setzlinge hervorbringen. Moment. Topiary Grass sollte jeder kennen, der meinen Feed the Beast Let's Play gesehen hat, also das, was wirklich einfach nur Feed the Beast heißt. Wenn man das siftet, dann erhält man eine dieser Sachen mit einer 1%igen Chance. Und ich brauche Tigerwood Sapling für eine Quest. Also ich brauche einen Tigerwood Sapling. Ja, Sand und Kies und so haben wir hier relativ viel, produzieren wir auch ununterbrochen. Was schon mal ganz cool ist. Dann habe ich mit den Ancient Spores Mycelium drauf gemacht, ein Oak Barrel draufgestellt, Wasser reingetan, das wurde dann zu Witch Water, damit kann man so einiges machen. Unter anderem halt eine Quest erledigen, die halt vorsah, dass man Witch Water macht. Ja. Und dann habe ich jetzt hier das gerade noch aufgestellt. Die Obsidianproduktion ist jetzt gerade. Nee, die Lava-Produktion ist gerade hier. Nee, die war ja eh schon hier. Da habe ich hier noch einen Aqueous Accumulator, den ich für eine Quest kürzlich gemacht habe. Und produziere hier Obsidian. Und dann möchte ich diese Folge versuchen, was zu machen. Wobei es wahrscheinlich noch längst nicht reicht. Aber egal. Ja, wie wir die Bloodthorn machen sollen, weiß ich immer noch nicht. Aber es war schon mal die richtige Mod, mit der wollen wir arbeiten. Dann habe ich hier es geschafft. Ja, ich habe das hier gemacht. Das war im Grunde nur eine Enderperle. Gasträne hatte ich schon. Seelensand hatte ich schon. Witchwater habe ich mir kurz gemacht. Das hatte ich dann auch schon. Ja, das hier ist noch schwierig. Und das hier braucht halt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Und gerade Samen lassen sich in diesem Modpack nicht sehr leicht herstellen. In Massen. Von daher kann es noch dauern. Hier habe ich im Laufe der Zeit die drei Quests gemacht, fehlen noch hier die Sachen. Und das. Das können wir, glaube ich, erst irgendwann Thorncraft machen. Womit wir, glaube ich, endlich mal wieder weitermachen sollten. Enderium, dafür fehlen uns noch zwei wichtige Maschinen, die wir dringend mal machen müssen. Signalum ebenso. Wir brauchen echt diese zwei Maschinen. Ja, hier ist so alles Mögliche. Teilweise auch sehr teure Quests, das hier. Haben wir auch noch nicht gemacht, weil wir das Signal brauchen und dafür die zwei Maschinen. Das geht auch noch nicht so gut. Ja. Ja, hier ist halt noch so einiges an Quests, was immer noch auf uns wartet. Aber erstmal möchte ich halt hier weitermachen. Mistcraft. Mistcraft, ist halt weit mehr als nur dieser Altar. Und wir wollen bald so ein bisschen über diesen Tellerrand hinausschauen und damit gleichzeitig auch endlich unseren Altar fortbringen. Weiterbringen. Weil derzeit können wir halt wenig machen. Wir können die ganzen Runen und so noch nicht machen, die ganzen Quests hier. Die brauchen ein besseres Blood Orb und das braucht teilweise einen besseren Altar und das können wir halt noch nicht machen. Ja, dafür brauchen wir das Obsidian. Da das aber wahrscheinlich noch nicht reicht, möchte ich mal kurz schauen, wo haben wir unser Blood Lettuce Pack, das wir irgendwo rumfliegen haben müssten. Aber ich habe das Gefühl, es ewig nicht mehr gesehen zu haben. Es scheint hier auch nirgendwo zu sein. Ist das doch irgendwo da hinten?
Okay, unser Blood Lettuce Pack ist weg. Schade, ich habe gerade überlegt, ein zweites zu machen. Jetzt müssen wir erstmal wieder ein erstes machen. Ich glaube, wir machen zwei auf einmal. Also, mal kurz das hier gezeigt. Der LTI-Mittel, der gibt ein Whetstone-Signal ab bei einer festgelegten Blutmenge. Und der Eltar Divine, der legt, ich glaube, wenn er ein Redstone-Signal hat, das Item, das in ihm drin liegt, in den Blutaltar daneben. Natürlich nur, sofern es sich überhaupt reinlegen lässt, also sofern es dort Sinn macht. Und lässt es dort so lange drin, bis es sich verbessert hat, aber auch nur, wenn es sich verbessern kann. Also wenn hier tatsächlich nicht genug Life Points drin sind, dann passiert nichts. Es wird jetzt nicht versuchen, diese Runen abzugraden. Es hat sie rausgenommen, weil nicht mehr genug Life Points für ein Upgrade drin sind. Also das ist quasi so ein bisschen intelligent und hilft, Life Point Mangel zu beheben. So, wieso habe ich das jetzt gelöscht? Blood Lettuce Pack. Zwei Leather Tunics, zwei Eimer. Wir brauchen Glas. Wir brauchen ohnehin mal neues Glas. Machen wir mal. Dann vier Flints. Dann sollten wir jetzt alles haben für zwei Blood Lettuce Packs. So. So. Okay, es wird nicht funktionieren, verdammt. So. So, 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 so. Irgendwas, was uns Regeneration bringen würde, wäre praktisch, aber haben wir leider nicht. Augenblick mal, lässt sich das eigentlich auch hier drin aufladen? Nein, im Gegenteil, ich habe es gerade geleert. Schade. Weil der Altar bekommt halt schneller Life Points. Gut, ich würde sagen, ich klicke kurz aufs Pausieren-Knöpfchen und wir sehen uns dann, wenn so zwei. Ja, wenn am besten beide Blood Lettuce Packs voll sind. Und ja, bis dann. So, probieren wir mal kurz was aus. Ja, Regeneration 2. Schön. So, das erste Blood Lettuce Pack ist voll, das andere lädt gerade auf. Ich bin jetzt auf Regeneration 1 umgestiegen, weil Regeneration 2 ist unnötig. Schnell und hält auch viel zu kurz verhältnismäßig. So, was ich vorhabe, kann man sich vielleicht schon denken. Etwas, was ich glaube ich schon mal machen wollte und glaube ich immer noch nicht gemacht habe. Zumindest habe ich das Orb nicht mehr gefunden. Nämlich dieses Orb. Tier 3 und 25.000 Life Points. Gut, eigentlich ist das jetzt übertrieben, dafür ein zweites Blood Lettuce Pack noch zu füllen, weil. Wir müssten nur den Altar von vornherein voll machen. Dann, wenn er sich fast geleert hat, das Blood Lettuce Pack ausleeren. Das wären dann schon 20.000. Und mich dann noch zwei, dreimal mit dem Self-Sacrifice Orb pieksen. Schon wär's das.
Ja. Dann sehen wir uns gleich nochmal. So. Und wir haben zwei volle Blood Lettuce Packs. Dann ist das voll. So, wir brauchen insgesamt 25.000 Life Points. 10.000 haben wir dann schon mal. Ich glaube, das mache ich sicherheitshalber weg. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, was der so machen könnte. Und nimmt er das noch weg oder so. Erstmal manuell ein bisschen nachfüllen. Solange wir noch Regeneration haben. Scheiße. Nein, nein, nein. Ich kann das nicht im Nachhinein reintun. Scheiße. Nein. Das war so nicht geplant. Jetzt wird der Fortschritt langsam wieder verloren gehen. Ich kann es höchstens versuchen, quasi wieder aufrecht zu halten. Aber ich bezweifle, dass wir das können. Ich fürchte, dass, also in dem Zustand, in dem jetzt kein Blut mehr da ist, verliert das an Fortschritt. Und ich fürchte, es verliert schneller an Fortschritt, als wir ihm wieder nur ihn hier durch Opfern zuführen können. Ich meine, kurz geht es dann natürlich wieder vorwärts, aber ich fürchte, wir bewegen uns dann im Kreis. Eine Idee habe ich noch. Auch wenn die teuer wird. Aber da ich nicht genau weiß, wie das jetzt mit dem Fortschritt ist, ob da jetzt noch ein Ticken fehlt oder noch sehr viel, würde ich das tendenziell lieber neu starten. Also 10.000 rein, dich rein. Tschüss, Goldapfel. Ich habe dich geliebt. Mit dem kann ich wirklich nicht sterben. Goldapfel schaffen. Ja. Ah, wir haben es. Oh. Das war hart, aber wir haben es. Wir haben das Tier 3 auch. Schön.
Damit können wir jetzt einiges Neues machen. Und ich glaube, was mir gar nicht bewusst war, ich wollte jetzt eigentlich nur so das Tier 3 aufmachen, was mir gerade einfiel. Aber ich glaube, das, was ich eigentlich stattdessen zuerst machen wollte und jetzt halt auf danach verschoben habe, das hätte gar nicht geklappt. Ohne. Wie heißt das? Ohne dieses TO3. Ich glaube, das wird nötig sein. Also, es war in jedem Fall sehr gut, dass ich das jetzt gemacht habe. Wir brauchen Ritual Stone. Und ein Master Ritual Stone. Ritual Stone macht man mit Obsidian, Reinforced Slates und. Nee, Apprentice hätte es auch getan. Schade. Warte, macht man das auch mit Apprentice? Nee, hier dran wäre es gescheitert. Das kann man nicht mit einem Apprentice machen. Also wir brauchten wirklich das Tier 3 Orb. Also gut, dass wir das jetzt vorgezogen haben. So haben wir es hinter uns. Und leider auch unseren Goldapfel ausgegeben. Aber wir haben es geschafft. So, von denen hier brauchen wir eine Menge. Und von dem halt auch einen, was nochmal 4 von denen sind. Ich würde sagen, wir craften erstmal die 6 Stück, die wir hier mit dieser Obsidianmenge machen können. Das heißt 24 Reinforced Slates und das Orb. Was habe ich noch im Ofen gemacht? Glas, nicht Stein. Haben wir noch irgendwo übrigen Stein? Übrigen Stein. Das heißt Stein übrig, aber egal. Ah ja, hier landet eigentlich der produzierte Cobblestone, der wird ja dann zusammengepresst. Und dann crafte ich den zu Double Compressed und den dann zu Triple Compressed. Sind schon relativ weit damit. Okay, das ist zu viel. Machen wir es in zweier Schritten. Nee, eigentlich 6000, egal. Das heißt, der Stein sollte erst reingehen. Also ich mache es jetzt mal in zwei Paketen. Die Steine sollten erst dann reingehen, wenn 6000 Life Points im Altar sind. Und dann halt so lange bleiben, bis sie noch sich verwandeln können. Mit anderen Worten, nachdem die 6000 verbraucht sind und die nicht mehr Tier 3 erreichen können, weil die zu zweit, glaube ich, nochmal 6000 bräuchten, dann nimmt der Altar die fertigen Slates wieder raus. Idiotensicher. Mal schauen. Dauert natürlich kurz. Ja, da sind sie. Dann lege ich hier den Stein rein. Und es hat nichts getan. Dann funktioniert da was nicht so, wie ich es wollte. Okay, komisch. Naja, hab wahrscheinlich gerade was falsch im Kopf. Wahrscheinlich arbeiten die doch nicht so zusammen, wie ich dachte. Wahrscheinlich sind die eher einzeln zu nutzen für verschiedene Dinge. Dann, okay, besser nicht da rein. Da hinten. Flints brauchen wir nicht. Nehme ich mein Inventar. Wie war das?
Und wir bekommen. Oh, wir bekommen sogar 4 Witches Stone. Oh, das war mir nicht bewusst. Das ist dann natürlich schon deutlich besser. Dann haben wir wahrscheinlich genug, nachdem wir. Oh, hier sind nochmal 4 Reinforced Slates. Super. Also, nachdem wir das Obsidian vercraftet haben, sollten wir vorerst für das, was ich vorhatte, genug haben. Aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob ich dann überhaupt schon aufhören will, weil. Wir werden hinterher noch mehr brauchen. Also was ich vorhabe, ist den Altar auf Tier 4 zu bringen. Für Tier 4 braucht man neue Blöcke. Und für diese Blöcke braucht man. Moment. Das sind die neuen Blöcke, glaube ich. Ja, Lauschplatz, Stonebrick. 4 von denen brauchen wir. Mit nur einer Weak Bloodshot würden wir schon 32 bekommen. Aber das Problem ist es, die Weak Bloodshots zu bekommen. Die kann man zwar vervielfältigen, aber das Bekommen ist das Problem. Jetzt im Nachhinein habe ich herausgefunden, man kann. Also ich dachte, man muss eine bestimmte Waffe von Blood Magic nehmen. Jetzt im Nachhinein habe ich allerdings herausgefunden, dass es scheinbar reicht, dass man die Waffe quasi nehmen sollte, weil sie halt einen bestimmten Effekt verleiht. Der halt quasi Grundvoraussetzung ist, dass Weak Bloodshots gedroppt werden. Den Effekt können wir auch anders herbeiführen, aber ich glaube, wir machen es trotzdem mit dieser Waffe. Also, die Waffe ist ein Schwert, die Bound Blade. Die ist extrem stark, plus 12 Attack Damage, also schon eine schöne Waffe, gut zu haben. Kostet in regelmäßigen Abständen einen Life Point, die aktiviert zu haben. Ansonsten drückt man Shift-Rechtsklick und dann ist die zu so einem kleinen Ball, fast wie dieses Sacrificial Orb, zusammengepresst und nicht verwendbar. Muss man halt immer, bevor man angreift, ganz kurz Shift-Rechtsklick machen. Ja. Ja, dieses Bound Blade, diese Bound Blade möchte ich halt jetzt machen. Um dann halt Bloodshards zu bekommen. Bloodshards bekommt man, wenn man aggressive Lebewesen, während sie den Weakness-Effekt haben, killt. Scheinbar. Ich dachte immer, man muss sie mit dem Bound Blade killen und dabei müssen sie den Weakness-Effekt haben, der von der Bound Blade gegeben wird. Aber es reicht scheinbar völlig aus, wenn. Wie heißt es? Wenn die Lebewesen einfach einen Weakness-Effekt haben, während sie sterben. Es muss nicht die Bound Blade sein. Aber ich habe keinen Bock mehr, Potion of Weakness zu machen und es auszuprobieren und so. Und da Rituale ziemlich cool sind, möchte ich das einfach machen. Und weil ich die Bound Blade haben möchte, die ist stark. Starke Waffe. Ja. Von daher mache ich jetzt alles für dieses Ritual. Rituale sind halt. Ja, wie gesagt, Blood Magic ist viel mehr als nur dieser Altar. Unter anderem gibt es halt auch Rituale und die können teilweise extrem geile Sachen machen. Es gibt, glaube ich, 20 oder 30 verschiedene Rituale. Jedes besteht aus einer ganz bestimmten Anordnung dieser Ritual Stones, die dann auch in einer bestimmten Farbe angemalt sein müssen. Also man braucht auch noch so Malkreide, die man sich erst ziemlich kostspielig herstellen muss und man, glaube ich, nur 4-mal verwenden kann. So muss man dann halt die Witcher Stones platzieren und bemalen. Und dann muss man das Ritual aktivieren. Das kostet immer eine ganze Menge Life Points. Und die meisten Rituale sind dann auch welche, die ununterbrochen irgendetwas tun. Also es kostet dann wirklich ununterbrochen noch weitere Life Points. Ja. Ein Ritual, das ich jetzt halt machen möchte, ist das Ritual of Binding. Dabei machen wir zum Beispiel die Bound Blade oder Bound Pickaxe oder Bound Shovel. Oder Bound Boots oder so. Das können wir damit machen. Ja, wir bauen halt jetzt die Bound Blade. Das muss man halt die Ritual Stones, wie gesagt, in einer bestimmten Anordnung platzieren. Auf eine bestimmte Art und Weise anmalen. Und dann
ein Werkzeug da drauf legen, halt Diamantwerkzeug. Nee, das ist nochmal was anderes. Diamantarmor macht man anders. Und dann muss man halt das Ritual aktivieren. In dem Moment schlägt dann leider Blitz ein und es ist relativ gefährlich, wenn man in den Blitzen steht, sollte man nicht tun. Ja. Und wenn das dann geschafft ist, taucht dann da auf einmal die Bound Blade auf und das Diamantschwert, was da vorher war, ist weg. So funktioniert das dann. Ich muss mir dann natürlich gleich erstmal anschauen, wie das Ritual genau aufgebaut wird und so. Und mir natürlich erstmal die Farben machen. Moment. Die müssten hier irgendwo sein. Das ist ja alles Blood Magic. Inscription Tool. Das sind sie. Dawn. OTU6. Das ist ein ganz besonderes. Das kenne ich noch gar nicht. Die anderen müssten alle Tier 3 sein. Oh, das ist sogar Tier 4. Naja, dann werden wir es nicht brauchen. Ja, das machen wir mit einem Lapis-Block, das sollte kein Problem sein. Mit einer Magma Queen. Schleimbäder haben wir ohne Ende, Blaze Powder haben wir durch Sand bzw. Dust auch sehr viel, also es sollte auch kein Problem sein. Gastränen haben wir auch einige und Obsidian. Naja, haben wir nicht einiges, aber wir haben welches. Da wird in diesem Moment welches hergestellt. Also, wir sollten diese Kreiden machen können. Gut, dann schaue ich kurz, wie das Ritual grob geht und mache mir dann hier eine kleine Plattform und bringe das Ritual dort an. Bis dann. So, ich weiß nicht, ob ich das diese Folge geschafft bekomme, aber ich zeig mal kurz. Da. So soll es aussehen. Das ist die blaue Farbe, also quasi Worte durch Lapisblock. Das ist dieses Gelb, was eher orange. Ja, gelb-orange. Ich weiß gerade gar nicht. Moment, nee. Ich verstehe gerade nicht, wie die Farben zustande kommen. Das eine ist definitiv Worte. Das hellere ist dann wohl Äl. Dann ist das rote wohl Feil. Und das orangene ist dann. Ah, Earth. Ah, das ist zwar grün, aber ja, Erde ist natürlich braun, von daher macht es insofern auch Sinn. Wir brauchen, ganz kurz, um sicher zu gehen, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 3. Wir brauchen 24 von den Dingern. Verdammt. 16 reichen nicht. Das wollte ich nicht. Dann werden wir es wahrscheinlich nicht diese Folge hinbekommen. Aber wir können schon mal ein wenig Anbau machen. Wie sieht's hier aus? Obsidian ist da, so ein bisschen. Das ist schon mal ganz schön. Ich würde ja gerne die Lava-Produktion erhöhen, aber das nächst bessere wäre, glaube ich, Blazing Pyrothium. Und dafür brauchen wir diese zwei Thermal Expansion Maschinen, die wir immer noch nicht haben. Ich glaube, die crafte ich irgendwann offscreen. Das ist halt blöde Arbeit und es zögert alles hinaus. Wir können kaum Quests machen deshalb. Gut, dann würde ich mal sagen, versuchen wir kurz die vier Kreiden, die wir herstellen können, herzustellen. Am besten in zweifacher Ausführung, weil die relativ schnell kaputt gehen. Zwei Gastränen und zwei Obsidian. Wieso immer Obsidian? Ich habe kein Obsidian. Gastränen habe ich aber. So, jedes braucht 1000 Life Points. Das heißt, wenn wir da was reintun wollen, dann brauchen wir 2000. Und am besten
sollten wir auch noch regenerieren. Ich sollte hier vielleicht bald noch alles zu Self-Sacrifice-Runen machen. Wäre nicht schlecht. Ah ja, und das wichtigste Ritual, das wir auf die Dauer wahrscheinlich machen wollen, ist, ich weiß nicht, wie es heißt, aber bei dem Ritual werden ununterbrochen alle Lebewesen unterhalb des Altars geschädigt, bis sie sterben. Also die werden ganz langsam geschädigt und jedes Schädigen fügt Life Points dem Altar hinzu. Also so kann man dann irgendwann das Life Points erhalten, automatisieren. Und irgendwann wollen wir es dann natürlich machen. So, dann. Super Will des Wurms. Ein bisschen Cobblestone. Ich lasse mir hier mal kurz ein bisschen was herstellen. Obwohl ich könnte auch einfach das da entpressen. Das ist ja massenhaft. Ach, egal. Ich lasse mir jetzt ein Stack hier herstellen. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das war schon das Stack Cobblestone. Das Ganze sollte eine 9x9-Plattform sein. Wenn ich bedenke, dass dort ursprünglich mal ein Haus hin sollte, ist das irgendwie jetzt blöd. Aber egal, wir brauchen schon ein Haus. Häuser sind völlig überbewertet. Ja, sind sie eigentlich wirklich. Zumindest in Minecraft. So, eins. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das nächste eins nach da und zwei nach da. Ja. Okay, ich verstehe gar nicht, wie das auf eine 9x9-Plattform kommen soll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wie hat der Typ das auf eine 9x9-Plattform bekommen? Ist das hier dann 9x9? Ach, werden wir gleich sehen.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tatsache, das wird 9 mal 9. In die Mitte kommt der. Nee. So, 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 so. Ich muss immer darauf achten, dass da oben nichts drauf spawnen kann. So, im Großen und Ganzen wäre es das schon. Da fehlen jetzt natürlich noch welche, aber danach muss es nur noch angemalt werden. Klingt irgendwie spaßig, es muss nur angemalt werden. Los, mach hin. So, und dann haben wir jede Farbe zweimal. Aber noch nicht alle Ritual Stones. Und darin liegt jetzt das Problem. Ja, da haben wir jetzt nochmal zwei. Fehlen nur noch zwei. Es ist doch schon mal was. Wir machen Fortschritte. Wir sehen uns dann, wenn wir hier die Slates haben, weil die brauchen natürlich wieder. Das zieht die Folge halt unnötig in die Länge. So, das meiste ist fertig. Kann sein, dass die Folge mal wieder etwas länger wird, wie fast immer, weil ich am Anfang so lahm mache und hinterher dann alles auf den letzten Drücker. Wir müssen gleich nur noch anmalen und zum Aktivieren des Rituals brauchen wir außerdem noch einen Weak Activation Crystal. Der wird dabei, glaube ich, nicht konsumiert, das heißt, wir können ihn immer wieder verwenden. Dafür brauchen wir einen Lava Crystal, den habe ich noch nie zeigen können. Den kann man an der Stelle von Kohle oder so in Öfen etc. verwenden. Und der braucht halt ununterbrochen Life Points. Den würden wir dann halt stattdessen nicht für seinen eigentlichen Zweck benutzen, sondern halt um einen Weak Activation Crystal draus zu machen. Zwei Lava brauchen wir dafür, einen Diamant, zwei Glas, ein beliebiges Blood Orb, selbst das simpelste geht, und drei Lava-Eimer. Das ist jetzt gerade das größte Problem. Die haben wir jetzt nämlich gerade nicht. Ich habe es schon da umgestellt, dass das Ganze in den Tank fließt und wir uns da gleich die Eimer der Reihe nach rausholen können. So, dann möchte ich jetzt aber schon mal anfangen anzumalen. Augenblick, die werden sich an Haltbarkeit verlieren und sich nicht mehr stacken. Da nehme ich nur eine. So. Earth. Earth kommt. Augenblick. Ich klicke das mal kurz an. So, habe ich eine bessere Sicht drauf. Da. 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 Und dahin. Und schon ist das Ding fast halb kaputt. Fire. Da. 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 Und da. Air. Da, da, da und da. Und Water. Damit darfst du raten. Da, da, da und da. Das ist die Struktur für das Ritual. Die hätte man auch ganz schön im Boden versenken können, aber nö. Wieso auch? Sieht halt so ein bisschen so aus, als würde das irgendwie aus dem Boden herausstechen.
Aber ja, ist dann halt so. Juhu, ein Einmalaber haben wir schon mal. Ernsthaft, da ist ein Loch drunter. Da hat kein Loch drunter zu sein. Du Scheiße, das ist ja direkt wie das Feuer hinter. Krass, dass das noch nicht abgebrannt ist. 667 Millibuckets sind drin. Und jetzt, nachdem wir so kurz abgemacht hatten, 827. Ja, schön. Glas. Das brauchen wir zuerst. Wo zur Hölle haben wir jetzt Glas? Hier. Diamant und Obsidian. Obsidian haben wir ja. Das habe ich in der Kiste glücklicherweise noch gefunden, sonst hätte ich jetzt nochmal zwei Lava länger warten müssen. Ja, dann haben wir fast alles. So, 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 so. Dann fülle ich kurz den Altar auf, weil da brauchen wir jetzt 10.000 Life Points. Und das ist ja schon nicht wenig. Ja, 9.000. Schon recht nah dran. Neuntausendfünfhundert. 10.000. Stand fast zur Hälfte. Okay. So. Endlich ist der Eimer da. Und wir haben den Lava Crystal. Die Eimer kriegen wir sogar auch zurück. Das Diamantschwert ist jetzt auch auf magischerweise in unserem Inventar aufgetaucht. So. Dann rein da. Das dauert jetzt eine Weile. Und in der Zeit. Okay, hierüber ist das jetzt natürlich ein bisschen ineffizient. Jeder Piekser bringt 200 Life Points, während wir da drin, glaube ich, 600 pro bekommen. Also, ich glaube, ich warte einfach, bis das hier fertig ist. Hey, ist das fertig? Dann fülle ich das hier mal ein bisschen auf. Mit drei Pieksern haben wir jetzt, glaube ich, mehr als schon. Ja, wir haben es eben fast gekillt und 1800 gehabt. Jetzt piekst mir die drei Herzen weg und habe 1800 im Altar. Jetzt lege ich das da rein und kann es darüber auffüllen. Weil das Ritual selbst kostet uns 5000 Life Points aus unserem Netzwerk. Und hier können wir jetzt sehen, wie es sich langsam auffüllt. Das jetzt, ich glaube, Diamantschwert drauf und dann Rechtsklick. Fast gestorben. Das ist mir im Echtzeit schon mal passiert. Und dann habe ich gerade gar nicht gedacht, dass ich schon mal daran gestorben bin. Aber im Singleplayer. Mein Bound Blade. Ich mach mal kurz den Weg. 4 Mana Steel, ein Eisen, ein Gold, nochmal 4 Mana Steel und eine Scheibe.
Muss mich aber beeilen, irgendwo liegt ein Bound Blade und ich bin gerade einfach zu faul runterzugehen und zu schauen, ob sie da liegt. Wir brauchen den Ring of Magnetism sowieso langsam mal. Der wäre schon öfter praktisch gewesen. Dann machen wir ihn jetzt schnell. Irgendwo haben wir zwar noch Scheiben, aber egal. Machen wir kurz neue. Die waren durch da drin, verdammt. Hallo? Das kann doch gerade nicht sein. Wollt ihr mir jetzt erzählen, dass das Ding durch den Blitz kaputt gegangen ist? Durch das Feuer? Durch irgend so einen unglücklichen Zufall? Das kann doch nicht sein. Och nee. Probieren wir es nochmal. Ein Diamantschwert können wir uns auf jeden Fall noch leisten. Die sind wirklich kein Problem. Ich würde es mir jetzt cheaten, wenn ich nicht so überzeugt davon wäre, dass es nicht eigentlich hätte klappen müssen. Also, ich möchte es quasi nochmal ausprobieren. Und das Material, das wir verloren haben, ist mir jetzt gerade auch nicht so wertvoll. So, 5000 haben wir. Diamantschwert drauf. Ja, jetzt haben wir es. Wieso auch immer eben nicht. Aber jetzt haben wir es. Eine Bound Blade. So ist sie inaktiv, so ist sie aktiv. Wenn sie aktiv ist, kostet sie alle 10 Sekunden, glaube ich, irgendwie 20 Life Points. Ne, 50. Und so stelle ich mich dann gleich da hoch. Moment, das können wir sogar jetzt machen. Ups, ich kann nicht bauen. Schon mindestens eine dieser Bloodshards gekommen. Aber den ganzen Scheiß wollte ich trotzdem nicht aufsammeln. Ziehen wir den doch nochmal aus. Bei offener Mobfalle bringt der Ring es nicht so wirklich. Es darf nichts Two-Hit gemacht werden, weil ein Hit, um sie zu schwächen, ein anderer, um sie dann geschwächt zu killen. Also nur wenn sie gerade diesen Weakness-Effekt haben und dann gekillt werden, nur dann droppen sie einen Shard. Naja, ich möchte halt gerade versuchen, noch ein paar auf Vorrat zu holen. Kommen. Es klappt nicht, die sind immer fast tot. Na gut, es hatte eben ja bei allen irgendwie geklappt.
Also geben wir uns damit zufrieden. 32 Bloodbricks, Bloodstone Bricks, mit denen wir demnächst Tier 4 von unserem Altar machen können. Und vielleicht mache ich dann auch mal ein paar Runen oder so. Mal schauen. Kapazitätsrunen wären ganz gut, dass das mehr Life Points auf einmal tragen kann. 10.000 sind ein bisschen zu wenig. Naja, das überlege ich mir alles offscreen. Ich sage dann jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.